Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Ich habe wieder einen neuen Yokai für euch. Und dieser Yokai, muss ich ganz offen sagen, ist eigentlich mein Liebling. Weil ich den Film dazu so toll finde, der dazu gemacht wurde, und zwar von Ghibli. Genau, Ghibli hieß es. Und zwar hieß dieser Anime Pompoko und der war so toll. Also den kann ich euch auf jeden Fall schon mal vorneweg empfehlen. Und dann müsstet ihr eigentlich jetzt auch wissen, welcher Yokai ist es denn nun? Nämlich der Tanuki. Und der ist so niedlich. Also ist meine Meinung. Jeder hat seine Meinung. Vielleicht mögt ihr ja einen anderen Yokai, aber das ist mein Liebling. Wenn die Rede von einem Tanuki übrigens ist, meint man meist das Fabelwesen, welches in zahlreichen japanischen Geschichten und Mythen vorkommt. Es handelt sich hierbei eigentlich um den Marderhund. Dieser hat zwar äußerlich große Ähnlichkeit mit einem Waschbären und ist oft als japanischer Waschbär bezeichnet worden, jedoch ist er näher mit dem Fuchs oder dem Marder verwandt. Auch wenn der Marderhund in seinem natürlichen Habitat inzwischen selten geworden ist, so lebt er auch heute noch zurückgezogen in japanischen Waldgebieten. Dieses Fabeltier, Tanuki, ist in der japanischen Mythologie ähnlich wichtig wie der Fuchs, der im japanischen Kitsun heißt. Den Kitsun hatte ich ja schon behandelt. Ich werde ihn übrigens nochmal verlinken und er müsste in der Videobeschreibung jetzt aufploppen. Oben rechts. Könnt ihr ja gern nochmal drauf gucken auf das Video. Beide zählen zu den sogenannten Yokai, Geist oder Phantom. Mystische Monster, die oftmals von Tieren verkörpert werden. Während der Fuchs ein wichtiges, heiliges Symbol der japanischen Religion darstellt und er in Schreinen allgegenwärtig ist, ist der Tanuki eher ein Symbol für einen draufgängerischen Drunkenbold. Traditionellerweise trifft man ihn daher sehr oft vor einer japanischen Kneipe. Der Fuchs verwandelt sich in den japanischen Fabeln zumeist in Frauen oder weibliche Gottheiten, während der Tanuki eher das männliche, jedoch negativ konnotierte Pendant bildet. Die heutigen allgegenwärtigen Tanuki-Statuen weisen fast immer dasselbe charakterische Aussehen auf. Ein großer Strohhut, dieser symbolisiert das Vagabundentum des umherreisenden Tanuki. Der dicke Bauch verkörpert die Lust am Essen und Trinken. Und die Sakeflasche in der Hand steht dafür, dass er die große Vorliebe des Trinkens hat. In der anderen hält er einen Schuldschein, der gegen Sake eingetauscht, aber nie beglichen wurde. Man sagt dem Tanuki nach, dass er seinen großen Bauch gerne als Trommel benutzt. Und der typische Klang wird heute in Japan als Wort der Lautmalerei verwendet. Pon, Poko, Pon oder Pon, Poko. Diese Begriffe werden in der modernen japanischen Popkultur gerne für Namensgebungen von Tanuki-Figuren genutzt. Wie ich euch ja schon erzählt hatte von dem Anime Pon, Poko. Erstmals tauchte der Tanuki in der Heian-Zeit in der Geschichtensammlung von Konyaku Monogatari, Geschichtensammlung von Jetzt und Einst, auf. Bei dieser handelt es sich um eine Sammlung japanischer, chinesischer und indischer Sagen aus der mittelalterlichen Zeit. In diesen älteren Legenden wurde der Tanuki meist als Bösewicht dargestellt. Er sei ein gerissener und raffinierter Verwandlungskünstler, der die Menschen gerne hinters Licht führt. Dieses Bild von ihm überdauerte bis in die Kamakura-Zeit und die Muromachi-Zeit, was durch zahlreiche Geschichten und Gemälde aus diesen Epochen belegt ist. In der berühmten japanischen Geschichte Kari Kariyama, der knisternde Berg, die auf das Ende der Muromachi-Zeit detailliert wird, trickst der Tanuki eine alte Bauersfrau aus, die er schlussendlich tötet, kocht und am Ende sogar verspeist. Doch sie wird durch einen mächtigen Hasen gerecht.
der den Tanuki durch eine List in einen Fluss lockt und ihn dort ertrinken lässt. In der Edo-Zeit wandelt sich dieses negative Bild langsam zum Positiven. Seine böse, gerissene Natur wich einer eher naiven, schelmischen Art. Der Tanuki wurde zu einer Fabelfigur, die sich zwar gerne vergnügt, indem sie tanzt, musiziert und trank, doch sich durchaus immer mehr als Held einer Geschichte entpuppte. Ein Beispiel hierfür liefert die Geschichte Bunbuku Chagama oder Bunbuku Teekessel, in der der Tanuki über die Fähigkeit verfügt, sich in einen Teekessel zu verwandeln und als Halbtier, Halbteekessel Kunststücke auf der Straße verführt, um seine armen Besitzer zu großem Wohlstand zu verhelfen. Dank seiner großen Bedeutung in der japanischen Volkslore haben zahlreiche Künstler den Tanuki auf ihre Gemälde verewigt. Während er auf älteren Bildern oftmals als Bösewicht dargestellt wurde, liegt der Fokus seit der Edo-Zeit vor allem auf seinen Verwandlungskünsten. Berühmt ist vor allem seine Fähigkeit, seine Hoden, ja, ihr hört richtig, seine Hoden, in Japan Kitama oder goldene Kugeln genannt, auf abenteuerliche Größe anschwellen zu lassen, was ihnen seine übernatürliche Kraft verleiht. Noch heute werden diese in den Statuen prominent zur Schau gestellt. Bekannte Ukiyo-e-Künstler wie Utagawa, Kuniyoshi, Tsukiyoka, Yoshitoshi, Kawanabe, Kaiosai und Takehara Sanzenzai haben ihn so auf ihren Holzschnitten verewigt. Auch in der japanischen Haiku-Dichtung ist der Tanuki ein beliebter Gast. Ein Beispiel hierfür ist das folgende Haiku von Yosa Buson. Dies ist eine inoffizielle Übersetzung. Herbstabend. Verwandelt sich in einen Buddha? Der Tanuki. Dem Wandel hin zur urkigen, ja schon niedlichen Figur hat der Tanuki der Töpferwerkstatt Fujiwara Tetsuzos aus der Kleinstadt Shigaraki zu verdanken, die sich in der Nähe von Kyoto befindet und ein traditionelles Töpferzentrum war. Noch heute werden die meisten Statuen und Figuren aus japanischer Herstellung dort produziert. Man trifft Tanukis heute aber nicht nur vor kleinen Kneipen, sondern auch in traditionellen ländlichen Gebieten, vor Privathäusern, wie etwa in der Region Kyoto. Mittlerweile hat sich die Tanuki-Figur auch zu einem beliebten Mitbringsel einer Japan-Reise ergeben. Wer also nach Japan reist, sollte die Augen offen halten und schon bald wird er vielleicht eine quirlige kleine Tanuki-Figur in seiner Reisetasche wiederfinden, weil sie ihn so in seinen Bann gezogen hat. Das war dieser Stream oder Podcast. Egal. Über den süßen kleinen Tanuki. Und wie gesagt, ist mein absoluter Liebling und ich habe ja auch Bilder euch eingeblendet mit, wie dieser Marderhund eigentlich richtig aussieht und er ist einfach ein wunderschönes Tier. Und ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, vielleicht welcher euer Yokai ist oder ob ihr überhaupt einen Lieblings-Yokai habt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn die, die mich noch nicht abonniert haben, den Abo-Button drücken. Das wäre super. Vielleicht haben wir ja bald schon dadurch das nächste Abo-Spezial. Aber jetzt genug gequasselt. Wir hören uns bald wieder. Ciao!